So weit, so abartig. Hey, cool, eine Bombe. Die brauchen wir, glaube ich, auch hier noch. Von daher ist es überhaupt nicht schlimm, dass wir jetzt hier eine Bombe eingesammelt haben. So. So, hier gibt es jede Menge Schleime und hier ist dann auch dementsprechend, man sieht es an der Plattform dann etwas, was da erscheint, entweder Truhe oder Schlüssel. Irgendwas davon wird es schon sein. Es ist ein Schlüssel. Yay! Ups. Okay. So, und hier ist ein geheimer Eingang. Und wir können auch mal fragen, was denn die Statue sozusagen hat. Schlage mit dem Schwert auf die verräterischen Wandstellen und achte auf das Geräusch. Haben wir gemacht. Hier ist aber nichts. Und hier wäre halt noch so ein alternativer Eingang dafür. Können wir halt auch freisprengen. Machen wir auch gleich. Einfach mal, damit es gemacht ist. So. Hey, der Weg ist frei. Ne, da hätte man es auch anhand der Dinger erkennen können. Boah, yay, ein Götterhorn, yay. Na komm, immer drauf. Das ging ziemlich zügig. Da oben könnten wir gleich durch, machen wir jetzt aber noch nicht. Ach ja, oh Gott. Wir haben 4 Bomben, ich glaube, das reicht nicht. Das sind Gegner, die ich nur mit Bomben bezwingen kann. Ich hoffe, es gab hier irgendwo Bomben noch. Und da brauchte man mehr als 2, glaube ich, jeweils. Da haben wir Bomben. So. Dann einmal das Kraftarmband. Och komm, den hättest du locker mal treffen können damit. So, müssen wir mal springen. So, was sagt die Eule dazu? Willst du die gepanzerte schwarze Kreatur bezwingen? Gib ihr explosives Futter. Ja. Das haben wir jetzt auch, glaube ich, vor. Gucken wir mal, ob es hier noch was gibt. Da ist eine Wand einzureißen. Wenn man da irgendwie reinkommt. Okay. Gut. Hier noch was. Ah, guck mal, hier gibt es eine Kiste dafür. Hey, 50 Rubine. Yay, sehr schön. So, und hier komme ich halt wieder hier raus. Okay. Bombe ausrüsten und dann gehen wir die Kreatur ärgern. Hallo? Ach ja. Ah doch, geht. No Mist. Oh, das meine ich halt, ne? Mit, man braucht mehr als 2 oder so. Okay. Geht doch. War ja nur ein bisschen anstrengend und ein bisschen knapp, aber hey. Geschafft ist geschafft. Auf welche Art und Weise auch immer. So, aber hier kriegen wir, du besitzt jetzt ein paar neuer Pegasus-Stiefel. Damit kannst du nun rennen, wenn du den Knopf gedrückt hältst. Sehr praktisch, das Zeug. So.
Zack. Das Ding mal verschieben. Dankeschön. Zu freundlich. So. Und dann gucken wir nochmal hier oben lang. Jetzt auch mal ein paar Bomben zu vernichten. Naja, die düsen nicht herum. Nein, die haben einen Countdown. Ja, und können ziemlich nerven. Hier gibt's einen Kompass. Wuppdi-dudi-du. Als weitere Hilfe ein kurzes Signal. Ja, ja, kennen wir schon. Nichts Neues. So. Dann rüsten wir ganz kurz die Bomben aus, weil wir haben schon gesehen. Ey, da gibt's so einen kleinen Zusatzraum. Yay! Ne, die Schuhe, die kennt man ja quasi halt auch von Link to the Past. So, einen Schlüssel haben wir. Drei Schlüssel haben wir sogar, wir brauchen vier, um halt zum Boss zu gelangen. Weil da jedes Mal so komische Blöcke davor sind, wo ein Schlüssel halt eingesetzt werden muss und so. Oh, schön. Das freut mich ja. Das Spiel ist nett derzeit zu mir. Es gibt mir so viel Heilungsmöglichkeiten. Bin ich echt nicht gewohnt. Mist. So. Gut, wir haben aber die Heilungsmöglichkeiten voll aufgebraucht. Ach schön. Auch hier die Herzen sind respawned. Das ist ja super. So, da können wir jetzt auch rüberspringen. Wenn wir die richtigen Items dafür ausrüsten. Und richtig drücken. Können wir nämlich eine Art kleinen Weitsprung machen. Über bis zu drei Felder oder sowas. So. Da haben wir den großen Schlüssel. Und lassen sich Verstecke der Endbosse öffnen. Yay! Okay. Es gibt aber drei Truhen insgesamt in dem ganzen Dungeon. Eine davon ist die Karte. Ups. Das war doof. Muss aber den Sprung auf jeden Fall noch üben, ja? Nein! Oh, das war viel zu früh gesprungen. Das war gar nicht gesprungen. Oh, Alter. Ich bin da auch, ne? Talentfrei für. So. Okay. Das wird wahrscheinlich noch so hin und wieder so ein bisschen so ein Kraus für mich, aber gut. Ein Kraus. Hm. Sehr schön. Ein paar Herzen für mich. Dann gucken wir mal. Mal irgendwo. Wo sind wir hier? Ach, da sind wir. Ja, nee. Da will ich ja jetzt nicht hin. Schon irgendwo in diese Richtung, glaube ich. Yay, die Macht! Ein Ding jetzt müsste auch ein Schlüssel sein und das andere ist, ja, keine Ahnung. Müssen ja irgendwie hier nach unten kommen. Also nicht nach unten ebenentechnisch, sondern kartentechnisch. Hm. Oh. Ja, es war so klar. Das war so klar wie Kloßbrühe. Okay, aber wir sind jetzt eh hier. Das heißt, wir können hier... Ach, guck mal, das ist sogar hier, wo ich hin will. Mist. Okay. Können wir nämlich zum einen mal hier rüber. Einfach immer dagegen laufen. Auch ein bisschen tricky, aber es geht schon. Ja, so.
Da haben wir den letzten Schlüssel, den wir brauchen. Ist ja auch schon mal positiv. Dann können wir uns noch eine andere Truhe jetzt holen. Das, wo ich halt sagte so, hey, da kommen wir an den einen roten Gegner da nicht ran. Das hat sich jetzt quasi auch erledigt. Einmal hier so durch. So. Jetzt nur zu den Skeletten hin. So. Und da sind wir auch schon da. So. Da ist die Kiste. Mit 200 Rubinen. Das ist gar nicht so wenig. Wahnsinn. So, dann haben wir eine Kiste da hinten noch. Ah, das war glaube ich... Ja. Da müssen wir doch jetzt hier nochmal den Schalter betätigen. Und dann ist ja ein Nebenraum. Da, wo halt auch irgendwann mal das Teil der Macht halt landete, wo ich dann sagte so, ey, toll, da kommen wir jetzt nicht ran. Ja, ist ja gut. Hallo, hallo, hallo. Genau. Hier vor die ganzen roten Pnöpel halt oben fahren und nicht unten. Da haben wir auch endlich die Karte. So, da müssen wir jetzt alles haben. Jo, gehen wir halt zum Boss. Das ist alles, was ja jetzt noch fehlt. Ist ja nicht so viel. Keine Truhe mehr auf dem Weg. Wir haben alles quasi... Nur noch Richtung Boss. Und wenn das alles ist, dann geht das ja. So. Das heißt, dafür machen wir jetzt hier jedes Mal die kleinen Dinger hier auf. Zack. 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 Und den letzten. Dafür haben wir die vier Schlüssel gebraucht. So. Er hier ist auch ein ganz netter. Einfach gegenrennen. Wie er da guckt. Schön. Das wollte ich so nicht. Ach, Kacke. Ich vergesse manchmal, dass ich Dinge anlegen muss in dem Spiel hier. Ist nicht ganz so einfach manchmal. So, hier kommt die Pflanze manchmal raus. Halt auch nur manchmal. Ist halt wie bei Mario. Sobald der daneben steht, ist halt nichts mehr mit rauskommen. So. Das ist auch ein seltsamer Stein. Vielleicht kann man ihn einfach umrennen. Ja, kann man. Sehr schön. Dann nutzen wir hier nochmal ganz kurz die Gelegenheit, um uns zu heilen. So. Okay. Und da einfach nur zur Boss-Tür. Große Schüsse haben wir. Ich bin da, aber noch. Ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen. Hihihihi. Okay. Wo könnte der Gegner nur sein? Oh, da kommt er ja. Oh, da ist er ja. Das ist ja toll. So, und den müssen wir halt wirklich halt zerteilen in der Mitte. Wo ich halt wirklich ein Talent auch für habe, das nicht zu schaffen. Ja. Weil er halt immer so ein bisschen halt abrutscht. Und man manchmal halt einfach nicht mittig genug dafür steht. So. Und immer drauf. Nur Angst. Ja. Kacke. Nein! Ein Satz mit X. Das war wohl nix. Na, was soll's. Gehen wir nochmal hin. Ich bin da ja nicht so. Das meiste haben wir quasi schon geschafft.
Soll ich nur noch hier eben schnell den Boss erledigen? Also nur noch. Jetzt hier vielleicht mal, ohne da großartig Schaden zu nehmen, das wäre auch voll toll. Oh, schaffe ich natürlich nicht den Sprung. Nee, warum denn auch? So. Ja. So, einmal auf die dazu. So, zack. Und der letzte. Dann hier nochmal hochheilen. Sicher ist sicher. So. Na gut, hochheilen ist zu viel gesagt, ne? Doch. Okay. Ach. Kommt da so eine scheiß Flattermaus an. Ist es doch nicht wahr. So, da ist gleich der Riesenschleim. Braucht gar nicht mehr rumtropfen hier. Bitte zerteilen. Yeah. Und jetzt nochmal ein Gut. In gut, sagte ich. Irgendwie da perfekt mittig zu stehen, ist halt so eine Kunst, ne? Für mich zumindest. Weil dann bounce halt auch nicht links und rechts weg. Oh, das wär's doch fast gewesen. Macht er sich wieder zusammen. Die Sau. Da stehe ich gerade so schön mittig. So. Warte. Rüsten wir das aus. Nee. Boah, der wird jetzt aber auch schnell hier. So, einer weg und der andere auch. Okay, war doch jetzt einfacher als eigentlich gedacht. Warum hat er mir vorhin solche Probleme gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, aber wir haben es geschafft. Dritter Tempel erfolgreich durch. Yeah. Und wir kriegen eine Glocke. Ein Nixenglöckchen. Wasserfall. Im Wasserfall, es ist versteckt.